Hi Leute, ich fände es toll, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug vom Cube Gameplay Transport Weaver 2 wieder dabei seid. Ihr wisst schon, ein Like, Abo oder Kommentar erhalten die Spielfreude an diesem Game. So, jetzt geht's aber los. Auf ins nächste Cube Adventure. Hi Leute, herzlich willkommen zur 132. Folge der zweiten Staffel. So, hier in Duisburg geht's ordentlich los. KISS-Verkehr, Stahler Kisses fahren hier rein und raus und Duisburg wächst und wächst. So, das ist eine neue Errungenschaft aus der letzten Staffel. Mitfahrt haben wir gemacht. Komplett bis nach Leipzig. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg nach Leipzig über Frankfurt. Und damit können wir uns neuen Sachen widmen. Da kommt der Kollege. Auch hier schauen wir mal rein. Nichts Person. Also die Linie wird definitiv angenommen. Hier passt es. Und Passagiere werden hier von A nach B transportiert. Auch hier sieht es recht gut aus bei der Rex 14, 162 Personen, das passt. Schauen wir mal, was ist hier auf dem Bahnhof los, das hat sich ja auch normalisiert. Sehr schön. Gut. ÖPNV gibt es hier, das passt. So, mit Darmstadt Duisburg jetzt zwei Personenverbindungen. Eigentlich recht gut aufgestellt. Und wir werden mal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen was an Güter hin transportieren. Hier haben wir unsere Foodlinie. Schauen wir mal, wie die läuft. Gut, ist jetzt nicht ganz so. Wo bist du? Bist du auf dem Rückweg? Oder bist du auf dem Hinweg? Ja, du lädst jetzt gerade ein. Können wir mal zuschauen. Jupp, auch hier liegt was bereit für Duisburg. Drei Stück. Das sieht gut aus. Gucken wir, was hier im Lager haben wir genug. Konsum haben wir aber Transport. Jupp, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Abnehmer haben wir hier definitiv. Das passt. So, zack, du hast deine Lebensmittel aufgeladen, super, dann schauen wir mal weiter, was benötigt Duisburg noch, Baumaterialien und Benzin, jo, ist relativ groß ausgebaut, wir schauen mal, wo hier unsere treibstoffverarbeitende Industrie ist. Sie ist hier hinten in dem hinteren Bereich. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie der Einzugsbereich hier vom Bahnhof ist. Gut, da müssen wir definitiv mit LKWs arbeiten, aber auch das bekommen wir hin. Das werden wir gleich mal machen. Dass wir hier mal eine Haltestelle setzen für LKWs, Gebäude, Güter. Schauen wir mal, ob wir hier so ein bisschen größeres Teil reinbekommen. Das bekommen wir rein, wenn wir die Straße hier mal kurz wegnehmen. Dann sollte das passen. Lass uns das hier mal ein bisschen drehen. So sollten wir relativ gerade ausgerichtet sein. Gut, Gebäude wollen wir nicht entfernen, weder hier noch da. Zack. Dann brauchen wir hier noch eine Straße, innerstädtisch. Einmal diese. Zack, dann geht's einmal hier lang.
So, zack, nun wieder doch nicht. Machen wir es mal so, dann hier um die Ecke, da schließen wir das mal an. Und hier hätten wir ganz gern mal die Kurve eingeschalten, zack. Und zack. So, damit hätten wir unsere Haltestelle hier angeschlossen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Linie. Neue Linie. Das wäre Treibstoff Duisburg. LKW. Genau. So, Station hinzufügen. Ja, zum einen diese und zum anderen diese. Sehr schön. So, du hast, naja, ein bisschen Verbindung nur. Nicht wirklich das, was ich mir jetzt erhofft habe. Ja, mal gucken, dass wir hier noch so eine kleine dazusetzen. Die wirklich hier mal so ein bisschen eingreift. Treibstoff Duisburg, Linie anpassen. Dann bist du hinter Duisburg Süd, wollen wir dich noch dazu haben. Genau, dann fährst du einmal so und so und dann ist das schon. So, schnell noch ein paar LKWs hier rauf. Die bekommen wir hier im Depot. Aktien kaufen, Güter, Treibstoff, Höchstgeschwindigkeit, ja, brauchen wir jetzt nicht, aber nehmen wir mal ein paar davon. Drei Stück und vielleicht noch mal hier sowas. Zack, dann nehmen wir euch alle mal. Und setzen euch auf die Treibstoff Duisburg LKW-Linie. So, viel Spaß. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir unseren Treibstoff herbekommen. Wir halten hier mal die Augen offen. Hier hätten wir zum Beispiel ein... Oh, das sieht doch ganz gut aus. Dass man hier so eine Linie baut. Hier ist noch Kapazität für Öl, definitiv. Wer fährt hier lang? Das passt. Ich hätte hier ganz gern mal ein Gleis. Nun, dann hier mal zum Rüberwechseln. Signal nehmen wir hier mal kurz weg. Zack, damit fährst du hier lang, hier rüber. Hier brauchen wir einen neuen Bahnhof. Oh, viergleisig, 320 Meter. Oberleitung, jupp. Was war das? Das war einmal die falsche Taste. So, hast du Verbindung, wenn du hier dran bist? Du hast auch Verbindung, wenn du hier dran bist. Das gefällt mir. So, wir kommen hier, fahren hier rüber. Und werden uns dann hier mal raussetzen aus dem Gleis. Ausfädeln. Genau so. Zack.
wo sind wir hier gelandet? Nehmen wir mal das, genau. Du bist dann hier der Rückweg. Und da rein mit dir, sehr schön. So, Signale dürfen hier natürlich nicht fehlen. Zack und schwupp. Hier ein Einfahrtssignal vom Bahnhof. Perfekt. So, und dann schauen wir mal, von hier aus geht's dann irgendwie nach Duisburg. Schon relativ viel Gleise. Hier ist auch schon recht ordentlich was los. Wir fahren ja hier in hier fahren wir auch nach Duisburg rein. Unsere Foodlinie ist hier drauf. Und jetzt nochmal sagen, wir schwenken hier ab. Gehen hier rüber. Radius, das passt. Geht's hier zurück. Dort rein ins Gleis. Lass uns mal hier den Hosenträger hinsetzen. Gleich nochmal ein Signal davor. Hier ebenso. So, dann geht's hier ran ans Gleis. Also hier erstmal das ranlegen. Genau, und dann fädeln wir uns hier ein. Zweiten Gleis fädeln wir uns hier gleich wieder aus. Und dann geht's zurück. Zack, da ran. Das ein oder andere Signal hier noch hingesetzt. Hier definitiv noch eins, dort eins, da steht eins. Möchten wir noch eins haben. So, und ich können wir hier ein bisschen versetzen. Du kommst dahin und damit haben wir hier eigentlich nichts mehr im Sinn mit Signale. So, dann geht's hier runter, hier rauf, da lang. Schließen uns dann eigentlich hier irgendwie an. Mal gucken, ob wir hier rauskommen, rüberkommen für dieses Gleis. Ja, das Gleis wird genutzt. Wie schaut es hier aus mit einer Brücke rüber? Das probieren wir einfach mal. Hochgezogen. Nee, kriegen wir nicht. Aber gut. Dann lassen wir das so. Die Brücke ist auch gut. Die nehmen wir.
Hier geht's wieder abwärts. Genau. Und wo müssen wir hin? Welche Richtung? Dort müssen wir hin. Genau, das würde ich hier dann doch mal mit separaten Gleis machen wollen, möchten. Sehr schön. So, dann werden wir gleich mal das zweite Gleis ansetzen. Hier wird schon gestanden und gewartet. Warum ist hier Pause drin? Ihr könnt doch fahren. Wir müssen ja hier nichts mehr abweisen. So, schaut's aus, dann lasst uns hier gleich mal das eine oder andere Signal noch umbasteln. Genau. Hoffen wir mal, dass das hier nicht zu Verstopfung führt, weil es doch ein ganz schöner Knoten irgendwie. Aber das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen, ob wir hier irgendwas machen müssen. So, wir nehmen dann mal vorzugsweise diese Gleise. Zack. So, hier haben wir einen Doppelpack hin, hier ein Ausfahrt und ein Einfahrtssignal und damit sind wir eigentlich schon safe. Dann können wir hier die Linie basteln. Neue Linie wäre Treibstoff Duisburg. Sehr schön. So, Station hinzufügen. Wir würden mal hier beginnen, nach dort fahren. Wir würden hier in Duisburg landen. Dann geht's halt wieder zurück. Genau, die Rücktour hätten wir ganz gerne. Nein, wir hätten ganz gerne die Hintour. Ost. Genau. Hier würde ich ganz gerne dieses Signal passieren wollen. Und damit sind wir zweigleisig. So schaut's aus. So, wir bräuchten einen Zug. Da sehe ich hier ein Zugdepot blitzen. Na, das bietet sich doch an zu sagen, wir setzen hier mal keine Straße hin, denn klar ist, wäre besser. Da werden wir hier mal einen ganz engen Radius schlagen. Setzen wir uns hier irgendwie ran. Ins Gleis und dann geht's hier auch schon rein. Super, dann bräuchten wir hier nochmal so ein kleines süßes Signal. Sorry. Sehr schön, dann lasst uns hier mal einen Zug kaufen. Wir hätten hier ganz gerne, sieht's dann aus hier mal mit einer Diesellok. Eine Lok
würde ich mal gerne nehmen wollen. Dann mal gucken, was hier die Höchstgeschwindigkeiten sagen. Da haben wir sie. Zack, da ist er. Dann nehmen wir die und dann hätten wir noch ein paar Wagen dazu. Cargo, das Ganze hier als Treibstoff- und Ölwagen. Oh, die möchten 160 können. Höchstgeschwindigkeit, was haben wir hier? 120. Bleibt uns nicht viel übrig, die zu nehmen. So, ich glaube, das reicht von der Zuglänge, weil wir haben ja schließlich 5 Züge. Das passt. Die müssen nicht so übermäßig lang sein. So, Treibstoff. Duisburg, zack. Da macht's plopp. Fahrzeuge kommen raus. Und dann schauen wir uns mal die Loks an und die Wagen, sprich den Zug. Eine schöne Stadler, Euro 9000 finde ich da eventuell im Hybrid, Diesel, Elektro, genau. Schöne Lok, gefällt mir, sieht gut aus, auch die Lackierung, wunderbar. Weiß gar nicht, ob die Deutsche Bahn in Wirklichkeit schon welche gekauft hat. Aber sie fährt definitiv auf deutschen Gleisen rum, hat die Zulassung jetzt auch in der Schweiz erhalten, soweit ich weiß. Jo, fährt definitiv länderübergreifend. Dann setzen wir uns mal noch nicht rein, wir fahren mal bis nach Duisburg mit. Ich werde mal ein bisschen Tempo machen. Wir haben freie Fahrt auf den Gleisen. Wir hüpfen aber schon mal rein. Können uns ja was den ganzen Zug mal angucken. Von rechts, von links, von oben, von unten. Hier haben wir jetzt unser eigenes Gleis. Die Einfahrt nach Duisburg. Zack, da geht's rein. Dann sieht es von hinten aus. Schöner Zug, Kesselwagen und ab nach Duisburg mit Stoppen 100 km/h. Da fährt gerade der Kollege mit seinen Lebensmitteln, fährt gerade raus aus dem Bahnhof und wir fahren hier ein. So, damit machen wir jetzt mal gleich die Mitfahrt und wenn alles gut geht, schaffen wir die auch noch. So, na denn, ab die Post. Gleich mal schauen, ob wir hier überall Signale und die Gleise ordentlich verlegt haben. So, dann schlängeln wir uns mal hier raus, beschleunigen jetzt. Da kommt der Kollege schon angesaust. Ja, ordentliches Tempo drauf, allzu lang ist der Zug auch nicht. Sieht gut aus, da kommt der nächste Kollege. Zack, hier rüber, ab auf die Hauptstrecke und ordentlich Diesel geben. Da kommt der vierte oder der fünfte Bunde, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das war der letzte. Jetzt sind alle aus dem Depot raus. Wir können jetzt, weil wir sind der Erste, der jetzt hier wirklich mal das Ölfeld anfährt. Mal gucken, ob wir da schon was bekommen. Das werden wir sehen. Lassen wir uns halt überraschen.
So, hier könnte es ein bisschen eng werden. Oh, hier ist garantiert sehr viel Betrieb, wie ich das gerade so sehe. Warum sonst sollte das hier so stocken? Uiuiuiui. Okay, liegt nicht am Rendern, liegt am Programm. Das ist hier so ein bisschen... stockt die ganze Sache. Aber wir sind hier mit flotten 100 km/h unterwegs. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger wieder. Die Bilder sind wieder flüssig. So, dann schauen wir mal hier. Zack, noch Altbau. Und da kommt dann doch tatsächlich unser Neubau. Ach, ich weiß warum. Ich habe ja noch die schnelle Geschwindigkeit drin. Aber gut, die 4 waren, glaube ich. Gut, dann fahren wir jetzt mal so durch. Spart auch ein bisschen Zeit. So, hier sind wir alleine unterwegs auf dem Gleisabschnitt. Das ist ein Stück Neubau, den wir gemacht haben zur Treibstoffraffinerie und dann anschließend zur ölverarbeitenden Industrie. Aus Rohöl wird, ja, keine Ahnung, Öl für Treibstoff oder für Kunststoff. Zack, da düsen wir hier mal durch mit den 100 km/h. Jetzt geht es hier nochmal ein Stück rauf auf vorhandenes Gleis. Freie Fahrt haben wir, das sieht gut aus, dann hier über die Brücke durch den Tunnel und dann sollten wir auch schon da sein. Mal gucken, was wir, oder ob wir schon was bekommen an Rohöl. Also gearbeitet wird zumindest, hat man gerade gesehen, da qualmen die Schornsteine. Da passiert was. Oh, da liegt auch schon was für uns, wie ich das so sehe. Sehr schön. Ich werde mal gucken, dass ich hier mal die Geschwindigkeit wieder aufs Normale reduziere. Genau. So, damit fahren wir hier mal ein. Wir werden beladen mit 24 Einheiten. Das sieht gut aus. Liegt schon das nächste für unseren Kollegen, der müsste uns eigentlich gefolgt sein. Und wir werden dann mal ein kurzes Päuschen einlegen. Da kommt der andere Kollege von der anderen Strecke. Wir werden mal ein kleines Päuschen einlegen in der Treibstofffabrik, so dass wir dann auch ein bisschen Treibstoff gleich mitnehmen. Dass wir Duisburg ein bisschen was liefern können. Dass da halt schon Treibstoff verarbeitet werden kann. So, da kommt der Kollege unserer Linie. Jo, bergauf hat ein bisschen zu tun. Aber das ist halt so. Das schaffen die Loks. Keine Panik, die sind dafür ausgelegt. So, hier geht's in Richtung Treibstofffabrik. Noch ein Kollege der gleichen Linie. So, dann werden wir mal einen Moment verschnaufen. Zack, angehalten. Ausgeladen und wir machen mal kurz Pause. Da liegt auch schon was rum, damit können wir
ich hier wieder starten. Du nimmst diese 4 Einheiten mit und gute Reise mit deinem ersten Treibstoff in Richtung Duisburg. Gut. Dann würde ich mal sagen, begleiten wir dich mal hier wie immer. Richtung Duisburg. Ich sag tschüss, halt meine Klappe. Bis zum nächsten Mal, euer Exit Game.